Hallo, wir starten heute mit der Chili Challenge 2016. Ich schreibe euch den Hashtag hier nochmal hin. Die machen wir ja auf Instagram. Und die ist von Merlin ins Leben gerufen worden. Account ist hier. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was ich so alles an Chilis machen möchte. Ich werde euch die auch noch gleich genauer zeigen und versuchen auch irgendwie dann noch ein Bild mit einzublenden, wie die dann irgendwie mal aussehen wird. Ich habe aber auch gedacht, wir können das ja einfach auch damit verbinden, was ich sonst noch alles habe. Ich habe nämlich unfassbar viele Samen dieses Jahr und ich konnte einfach nicht alles machen. Hier in diesem Beutelchen, das sind alles Samen, die ich dieses Jahr nicht machen werde, weil ich schon 12 verschiedene Chilis aussehen werde. Ich gehe da einmal mit euch durch. Ich hatte letztes Jahr ja rote und gelbe, lange Chilis. Die hatte ich damals im Supermarkt gekauft, das heißt, ich kann euch die Sorte leider nicht sagen. Und da habe ich noch etliche Samen von. Das war einmal hier von 2014 waren die, glaube ich. Da hatte ich mir eine Pflanze für den Acker gekauft, da habe ich noch Samen übrig. Dann von der langen roten habe ich auch wieder Samen gesammelt gehabt, da sind auch noch welche übrig und genauso von der gelben. Die waren auch mega, also die Pflanzen sahen super schön aus, die Chilis waren auch toll, aber da ich eben so viel Neues noch bekommen habe, werde ich die dieses Jahr nicht anbauen. Ich werde die zurückstecken hier. Außerdem habe ich bei Samenfritze bestellt. Den Link kann ich euch mal unten in die Infobox setzen, weil die haben unfassbar tolle Sachen. Aber Vorsicht, ihr werdet wahrscheinlich genauso ausrasten, wie ich es bin. Und da habe ich was umsonst bekommen, und zwar ist das die Chili Joey Parker. Da ich aber, wie gesagt, schon 12 Sorten habe, werde ich die dieses Jahr auch nicht aussehen. Dann habe ich eine Chili im Samentauschpaket gehabt, die ich weiß nicht genau, was das für eine ist, die ich aber auch leider nicht anpflanzen kann. Und dann nochmal eine gelbe Chili, da habe ich einen Samen. Kann sein, dass ich zwei Samen davon habe, weil hier oben ist das so ein bisschen auf. Und die werde ich auch nicht machen. Dann kommen wir mal zu den Samen, die ich sehen werde. Das sind, wie gesagt, 12 an der Zahl. Und ich werde versuchen, euch nach jedem Namen quasi ein Bild einzublenden, das ich aus dem Internet habe von Google. Das sind natürlich nicht meine eigenen Bilder, weil, außer bei manchen, die ich schon gemacht habe. Ich werde euch das aber dann nochmal zeigen. Also, ich habe erstmal die Bonsai Chili Little Elf. Da habe ich nur noch einen Samen übrig. Ich hatte anscheinend mal 10 Samen. Ich habe keine Ahnung, wo die alle abgeblieben sind. Ich hoffe, dieser eine Samen wird keimen. Dann habe ich Habanero Chili Orange. Da hatte ich letztes Jahr mir mal eine Chili gekauft und habe da die Samen gesammelt von. Dann habe ich das Feuerküsschen. Chili spanischer Pfeffer. Eine rote Habanero und das ist die Sorte, für die wir uns innerhalb der Saatguttauschgruppe entschieden haben, dass wir die alle zusammen anpflanzen. Den Rest durfte sich jeder aussuchen, wie er wollte. Dann habe ich Cherry Bomb. Da sind noch ein paar drin gewesen, weil das waren 10 Samen und ich habe eben auch welche gesammelt letztes Jahr. Das heißt, ich habe hier ziemlich viele. Dann die Pretty in Purple. Die hatte ich ja letztes Jahr auch. Da habe ich auch noch ein paar Samen. Dann die Peter Pepper. Ja, sorry, ich musste sie einfach kaufen. Die ist auch unter Penis Chili bekannt. Ich werde versuchen, ein Bild einzublenden. Dann habe ich mir die Bolivian Rainbow Chili besorgt, weil die einfach total schön aussieht. Ich glaube, die müsste relativ ähnlich zu der Pretty in Purple sein. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Und dann habe ich hier noch einmal Pepperoni Sugar Baby. Ich glaube, Pepperoni ist einfach nicht so scharf und ich glaube, das kann man vielleicht auch einfach mal öfter verwenden. Und dann habe ich noch die Top Chili und ja, das sind die Samen, die ich verwenden werde. Ich war letzte Woche irgendwann bei Dena und ich habe mir ein Zimmergewächshaus gekauft. Es ist monströs und trotzdem geht meine Rechnung kaum auf mit meinen Chilisamen allein schon. Das ist von Romberg, glaube ich. Lasst mich nicht lügen, ja, Romberg. Es hat 10 Euro irgendwas gekostet. Also ich glaube knapp 11 Euro. Ich habe mich für dieses entschieden, weil das einfach nicht so ein lammeliges Ding ist, sondern sehr stabil. Es hat hier noch so
Zirkulationslöcher quasi. Und oben kann man auch noch hier Luft hineingeben oder eben nicht. Und ich habe mir das gekauft, wo man diese Quellschöpfchen reinmachen kann. Die habe ich mir eben dazu noch gekauft. Ja, wir versuchen das einfach mal. Und starten. Ich glaube, ich werde mir erstmal noch eine Pinzette oder Handschuhe holen, weil ich möchte Chilikerne jetzt nicht mit den Fingern anfassen, weil wenn ich mir danach ins Auge fasse, bin ich halb blind. Ich werde euch auf jeden Fall erstmal umdrehen und dann beginnen wir einfach zusammen. So, ich werde jetzt erstmal diese Quellschöpfchen hier auspacken. Und ich weiß noch nicht genau, wie viel ich von jeder Sorte machen soll. Eigentlich möchte ich von jeder Sorte nur eine Pflanze am Ende haben. Das Problem ist aber, dass ja nicht immer, alle Samen aufgehen. Und ja, ist halt blöd dann, ne? Aber wenn man dann drei zum Beispiel sieht und dann alle aufgehen, hat man eben total viele Pflanzen. Ja, es ist immer wieder das gleiche Problem. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viel ich jetzt machen werde. Ich glaube, ich werde von allen zwei machen. Außer von denen, wo ich eben nur noch einen Samen habe. Ich wollte ursprünglich drei machen, aber dafür reicht hier mein Platz nicht aus. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das beschriften werde. Ich werde jetzt einfach mal hier so ein paar rein machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wisst ihr was, ich mache von allen drei. Ist egal. Dann haben wir hier alles aufgefüllt und ich kann das irgendwie auch gut beschriften. So, wir haben die Quellschöpfchen da drin. Ich hatte ja hier von Merlin diese Milchtüten. Pflanzstäbchen bekommen. Ich glaube, ich werde mir die einfach irgendwie beschriften und dann irgendwie hier reinkleben oder so. Lasst mich das mal ausprobieren, ob das dann auch noch richtig zugeht. In dem Fall werde ich mir jetzt eben diese Teile hier beschriften und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir die jetzt alle beschriftet. Ich stelle mein Wasser nochmal zur Seite und zeige euch das einmal. Eins ist frei geblieben. Ich bin noch am Überlegen, was ich da reinmachen könnte, damit das kein vergeudeter Platz ist. Ich werde von der Peter Pepper 6 Stück machen, weil ja, viele Leute wollten davon was haben. So, wie lange geht's los? Wir beginnen erstmal damit, dass wir die Quelltöpfchen nass machen, damit die aufgehen. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Ich habe das noch nie in so einem vorgefertigten Teil hier gemacht. Wie schnell die jetzt das Wasser aufsaugen werden und so. Ich drücke die mal ein bisschen runter. Ich glaube, ich brauche mehr Wasser noch. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen beschwerlich. Das ist nicht so gut konstruiert, finde ich jetzt so auf den ersten Blick. Es ist viel so hin und her gedingst mit dem Wasser, aber ja, warten wir es mal ab, ne? Ich finde, dass diese Rillen hier zwischen, Moment, wo bin ich denn mit euch? Hier zwischen, es ist ja logisch, da ist ja so eine Kohle drin, aber dadurch kann das Wasser da eben nicht so gut sich verteilen. Das heißt, man muss das immer so ein bisschen hin und her schwappen lassen. Aber ja, ich meine, das machst du auch nur einmal, danach ist auch gut. Ich habe hier immer noch ein bisschen Wasser übrig. Ich hoffe, dass das noch komplett aufgesogen wird. Jetzt muss ich das abkippen und da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Warten wir es mal noch ab. Kann sich nur um Stunden handeln. So, ich werde jetzt meine Handschuhe hier anziehen, höchst professionell, damit ich mich nicht verletzen werde. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen im Schnelldurchlauf machen und jedes einzelne zu zeigen, macht ja irgendwie auch gar keinen Sinn. Jetzt hätte ich ihn fast verloren.
wir nehmen doch eine. Das ist mir einfach zu umständlich, mit den Handschuhen da die Samen rauszuholen und so. Vor allem hier. Wie soll ich das denn jetzt hier sonst befreien? Also, 3 Stück. Wir haben 4. Okidoki. Machen wir uns hier so ein kleines Löchlein rein. Kann man nicht sehen, weil ich alles verdecke. Und dann nehmen wir uns die Chili-Samen. So, wir sind fertig. Ich hole euch mal wieder ein bisschen weiter zurück. Wir haben jetzt überall unsere Samen reingetan. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Und jetzt kommt eigentlich nur noch der Deckel drauf. Und dann heißt es warten. Das ist meine Fernbedienung von der Kamera. Okidoki. Wir machen den Deckel drauf. Und wir machen erstmal oben zu, würde ich sagen. Wir haben ja auf den Seiten diese Löcher noch. Und ja, das war's. Heute ist der 16. Januar. Da fangen wir alle mit der Chili-Challenge an. Falls ihr Lust habt, später irgendwie noch mitzumachen. Moment, ich hole euch mal andersrum. Das ist ja irgendwie auch so doof, ne? Moment. Hallo. So, so sind wir wieder am Start. Falls ihr Lust habt, da irgendwie trotzdem noch mitzumachen, auch wenn jetzt schon der 16. Januar vorbei ist, sehr gerne bei Instagram mit dem Hashtag eben dann Chili Challenge 2016. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wie gesagt, wir haben uns innerhalb der Saattauschgruppe auf die Habanero in Rot geeinigt, aber das ist absolut kein Muss. Ihr seht, ich habe auch ganz viele andere gesät. Und ich bin sehr gespannt, welche zuerst keimen wird, wie schnell die wachsen werden, wie der Unterschied zu anderen sein wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich, dass es endlich losgegangen ist. Also das war jetzt so die erste Aussaat, bis auf diese exotischen Sachen, die übrigens da drüben auf der Fensterbank sind. Vielleicht ganz kurzes Update. Die Plumeria hat angefangen zu keimen, beziehungsweise sie hat eine Wurzel bekommen. Wirklich Blattwerk. Gibt es noch nicht zu sehen. Ansonsten leider noch nichts. Ich habe noch einen Granny Smith Apfel. 2 Samen einfach mal in die Erde gesteckt. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, ich habe Baumwolle gesät. Das hat vielleicht der eine oder andere schon bei Instagram gesehen. Dazu gibt es dann auch noch ein Video. Da wollte ich jetzt auch noch gleich die Kamera kurz holen und das kleine Teil zeigen. Und ja, wie dem auch sei. Wir haben heute die Chilis ausgesät. Ich freue mich, dass sie bald anfangen zu wachsen, hoffentlich. Und ich bin auf eure Bilder gespannt auf Instagram. Finde ich super, dass der Merlin die Idee hatte. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ich habe mir hier ein paar Saaten. Ich weiß, dass du zuhörst und das irritiert mich. Ich höre überhaupt nicht zu Hause. Ich bin am Hocken liegt. Ich konzentriere mich hier voll. Okay. Ich höre dich nicht.